Hallo ihr Lieben, willkommen auf eurem Kanal Kraft der Seelen Tarot. Ich bin Cynthia und heute schauen wir mal auf die Woche vom 25. bis zum 30. September. Schauen, was die geistige Welt für Informationen und Impulse im Allgemeinen und Speziellen für die Woche für euch bereithält. Das wird zum einen im Quickie-Format stattfinden und zum anderen werden erst alle Videos am 24. online sein. Dadurch, dass ich jetzt ein paar Tage nicht da bin, schaffe ich eben nur 4 pro Tag. Dementsprechend schaut am 24. wieder rein, wenn ihr das hier vor dem 24. schaut, damit ihr eben auch Aszendent, Mond, Venus mit anschauen könnt. Ihr wisst, erst dann habt ihr alle Informationen, erst dann wird ein komplettes Bild daraus. So, und das solltet ihr auf jeden Fall tun, gerade wenn euer Sonnenzeichen hier resoniert, damit ihr eben vollends informiert seid für die Woche 25. bis 30. September. Und dann würde ich sagen, quatschen wir nicht weiter drum rum, sondern legen los. Wir bitten die geistige Welt um Informationen und Impulse für die Skorpione für die Woche vom 25. bis zum 30. September und fragen nach der Hauptenergie, die die Skorpione begleitet. Der Herrscher, 2 der Kelche, das Gericht, Ritter der Stäbe, Königin der Münzen, 5 der Kelche und die 2 der Münzen. Klären wir gleich noch. Fangen wir mit eurer Hauptenergie an. Gerade mal ein Kameracheck, ob hier alles im Bilde ist. Der Herrscher. Das ist eine Woche, in der ihr vielleicht ein bisschen kühl wirken könntet. Schlicht und ergreifend, weil ihr wisst, was ihr wollt und ihr geht für euer Ziel. Ja? Also mit dem Bauerntum, sage ich jetzt mal, ist Schluss. Ihr mutiert jetzt zum König, zum Herrscher eures persönlichen Schachspiels. Und Selbstermächtigung, Stärke, Sicherheit. Das ist das, was in euch heranreift und was ihr in der Woche ausstrahlt und auslebt. Deshalb, wenn ihr Feedback bekommt, du bist ja irgendwie anders, warum bist du nur so kühl, warum bist du so klar auf einmal, warum bist du so im Kopf? Ja, schlicht und ergreifend, weil ihr jetzt wisst, wer ihr seid und was ihr könnt. Und ihr zieht es durch. Ja, ihr lasst, wie man so schön sagt, nicht mehr den Molly mit euch machen. Sehr schön. Bisschen aufpassen, dass ihr doch noch kompromissbereit seid. Also im Sinne, also Kompromisse, wisst ihr, finde ich persönlich nicht gut, weil da immer einer auf was verzichten muss, aber dass ihr offen bleibt. Ne? Ihr wollt kein tyrannischer Herrscher sein, der dominant und stur ist und seinen Kopf unbedingt durchsetzen muss, sondern ihr wollt ein besonnener, souveräner Herrscher sein und die haben auch immer ein offenes Ohr und Akzeptanz für andere Meinungen. Das ist hier ganz wichtig, ne? Dass ihr da nicht den Grad überschreitet. So, aus welcher Situation kommt ihr? Ihr habt das Lebensfeuer wiedergefunden. Einige von euch haben sich neu verliebt. Einige von euch haben sich mit sich selber versöhnt, aufgehört, sich Vorwürfe zu machen. Viel Selbstheilung, Heilung, Auferstehung. Das über sich hinauswachsen fing in der Vergangenheit schon an. Es kann sein, dass das auch provoziert worden ist, ja, durch Menschen, die euch gepiesackt haben, die euch provoziert haben. Und da habt ihr gesagt, nee, halt, stopp, Skorpion, der hat ja einen Stachel. Ah, benutze ich den mal. Ne? Also das hier ist auch Skorpion-Karte, Skorpion-Energie. Dementsprechend, ihr seid da zu euch gekommen, in euer Lebensfeuer gekommen, in eure Lebensfreude. Und es kann auch sein, dass einige von euch hier beschlossen haben, okay, feste Beziehung, mal gucken, ich stürze mich mal ins Datingleben, ich flirte, ich teste mal meinen Marktwert, wie man so schön sagt, und tu mir damit einfach was Gutes. Ne? Ein bisschen Seelenbalsam. Ich bleibe ehrlich und authentisch, was ich will und was ich nicht will. Ich mache hier keinem was vor, aber ich genieße. Ne? Also da war viel, viel Sehnsucht nach Genießen und nach die Umsetzung. So, Königin der Münzen, 5 der Kelche, 2 der Münzen. Wir klären das. Warum die Königin der Münzen? Ritter der Schwerter. Warum die 5 der Kelche?
Ass der Münzen. Warum die zwei der Münzen? Warum die zwei der Münzen? Zack. Wer von euch legt denn selber Karten? Und wer von euch findet es auch so toll, wenn Karten einfach so rausfliegen? Ich finde, das ist immer... Man fühlt das so in den Händen, wenn es dann raus muss. Ja, also, was bereitet ihr energetisch in der Woche vor? Königin der Münzen, Ritter der Schwerter. Also, trefft ihr eine Entscheidung. Es gibt hier offenbar Positives, Negatives. Es gibt hier Melancholie, Traurigkeit, Betrauern, vielleicht auch nostalgische Wallungen, sage ich jetzt mal, die euch beeinflussen in eurem Sein. So, das als, ich sag mal, Grundlage, ja, und diese Beeinflussung könnte sowas wie ein Wankelmut, eine innere Zerrissenheit, eine Unentschlossenheit mit sich bringen. In dieser Woche bereitet ihr aber, und ihr habt die Herrscherenergie, energetisch vor, dass es eigentlich vollkommen Schnuppe ist, weil es ist, wie es ist. Das ist, was ist. Ja? Das heißt, die vollständige Akzeptanz von allen Gefühlen, das Loslösen von dem Drang, sich für oder gegen irgendwas entscheiden zu müssen. Und dann kommt ihr in eine Kraft, Königin der Münzen, Ritter der Schwerter, Ass der Münzen, wo euch im Prinzip die guten Gelegenheiten ja nicht nur zufallen, sondern euch fast schon hinterhergetragen werden. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, es gibt das ein oder andere, das kann ein Job sein, das kann ein Erbe sein, das kann Geld sein, wo ihr auch nochmal Energie aufwenden müsst, Ritter der Schwerter hier, ein bisschen eigenen Einsatz zeigen müsst. Ja, da darf der Skorpion auch ruhig mal mit dem Stachel drohen. Bitte keine Köpfe abhauen, aber das kann sein, dass man euch da so kriegt, weil das etwas ist, was euch von Bedeutung ist, von Wert ist, wo ihr auch wirklich für geht, ja, für einsteht. Also wenn der Herrscher sagt, ich möchte das und da wenig Kompromissbereitschaft ist, ja, und auch die Argumente für den Herrscher vollkommen nicht nachvollziehbar sind, ja, Akzeptanz. Du bist anders als ich, aber trotzdem habe ich mein Ziel. Ja? Dieser Herrscher geht sehr souverän auch mal ins Schlachtfeld und das werdet ihr tun. Das ist eine Woche, wie gesagt, finanzieller Zugewinn. Es gibt neue Jobmöglichkeiten, Aufstiegsmöglichkeiten. Es gibt auch die Möglichkeit, dass ihr in einer zwischenmenschlichen Beziehung mal für euch einsteht. Und das ist... das ist nötig und das sieht auch hier danach aus, als würde das einen guten Ausgang nehmen. Ja. Das ist hier nicht rücksichtslos. Das ist schon bedacht, aber angebracht nachdrücklich. Und wie gesagt, also das sieht hier sehr, sehr gut aus im Ausgang, einfach weil ihr die Dinge akzeptiert, die Menschen akzeptiert, wie sie sind. Meine Lieben, sollte heute noch nicht der 24. sein, an dem ihr das seht, kommt am 24. wieder, dann sind alle Videos online, schaut euch Aszendent, Monde, Venus noch dazu an, das ist ganz wichtig, erst dann habt ihr wirklich alle Infos, erst dann wird ein ganzes Bild raus. Liebe Skorpione, ich wünsche euch ganz viel Sicherheit, Besonnenheit, Souveränität, aber auch die nötige Power, um für euer Glück einzustehen. Wie gesagt, also wenn ihr diese Energie wirklich auch nach außen tragt, dann trägt man euch euer Glück fast schon hinterher. Da kommt Stabilität rein. Meine Lieben, alles, alles Liebe, eine wundervolle Woche und bis ganz, ganz bald.